Ja, also ich bin das ganze Haus rumgetappert, um was Neues zu finden. Aber es war ein Perspektivenwechsel nötig. Also in der Bücherei, wo wir auch dieses Narrow-Pointy-Ding brauchen. Genau da gibt es noch eine Kameraperspektive, nämlich diese hier. Da steht was auf dem Tisch. Das wird wahrscheinlich irgendwas damit zu tun haben. Ist das Säure oder so? Das ist kein Pointy-Scraping-Tool. Was bist du? Eine Katze? Ein Hund? Ein Capybara? Oh. Oh, it's a letter opener. Natürlich. Geht das bei allen Sachen? Warte mal. Nee. Okay, also jeden neuen Gegenstand, den wir finden, müssen wir auch untersuchen, ob man da irgendwas drücken oder machen kann. Na, warte, machen wir, wird es wahrscheinlich nicht sein. Auch bei irgendwelchen Dollar-Sachen nicht, aber... Ansonsten, okay. Und immer schön darauf achten, ob irgendwo noch ein Anzeichen ist für einen Perspektivenwechsel. Und das ist pointy und scrapy und was auch immer. Ist hier noch was drin? Nee, hier waren wir doch schon. Das ist ja da einfach nur eine schwarze Dinge zu übersehen letztes Mal. Dear Jeremiah, it has come to my attention that you have recently acquired a unique book while traveling through Egypt this most recent winter. Nee, noch nicht. It is my understanding that this tome contains powerful information regarding ancient rituals of sorcery and magic. I relish the thought of reading it. As you know, I am sometimes frustrated by the fact that I cannot really control the world around me. That my so-called magic is merely nothing more than illusions. Next month, I will be giving a show in Paris. Will you be in town then? If so, I would like to set up a meeting during which I could examine your fascinating acquisition. If the book is really authentic, I would be more than willing to pay a hefty sum for its purchase. I look forward to hearing from you. Best regards, Zoltan. Ja, also das Bild, wo ich immer so ein bisschen mich drüber lustig gemacht habe, dass er aussieht wie ein Magier aus irgendeiner kitschigen 90er-Serie. Das war ein Magier, also ein Illusionist. Der jetzt richtiger Magier werden wollte, durch uralte Bücher. Ja, so gut, das ganze Ding hat man doch nicht gesehen. Irgendwo kam mir der Tisch aber bekannt vor. Egal, wir haben jetzt das Ding, wir können damit jetzt... hier hingehen und zu diesem komischen Altar, der hier hinter ist. Guck mal, wie sie das jetzt anstellt. So funktioniert das sowas von nicht. Three weeks later. Das ist sogar noch feucht.
Mhm. Sorry. Okay. Das ist ernst. Nehmt es ernst. Solltet ihr jemals in einer Situation sein, wo ihr in irgendwelchen B-Movies mitmacht oder Filmen oder irgendwas, Serien, Büchern, als Aufhilfe mitarbeitet, also dass ihr da Ideen reinbringt oder was auch immer. Wenn euch irgendwas so albern vorkommt, wie das hier gerade, macht euren Mund auf und nickt nicht einfach nur wegen dem Geld, weil dann kommt sowas bei raus. Okay, geht da durch. So, was haben wir hier? Das sieht echt wie eine Kirche aus, ne? Mit Bänken und allem. Was ist das da oben? Ein Kristall? Das ist einfach nur ein Fenster, wo das Licht komisch reinkommt, ja, ne? Ist das Buch? Okay, jetzt können wir es machen. Also ja, Buch haben wir zur Interaktion und sonst nichts. Carno's family tree. Mach die Box auf, die sie gerade von alleine öffnen wollte. Wrestling with that lamp? Hey, oh, it's very funny. I don't know what happened. Suddenly the damn lamp crashed down on top of my head. I just finished tightening the screws. Oh. I'm fine, Adrian. Oh. I'm gonna go upstairs, get cleaned up, put on some new clothes. I'm done for the day. How about some dinner? What would you like? I'm not really very hungry. Maybe some tuna or a salad or something. Then let's call it a night. That sounds good. I'm kind of tired. See you downstairs in about 10 minutes? Yeah. 10 minutes. Chapter is finished. Continue.
In here, in the bedroom. What are you doing? Well, I'm starting my new book. So what? Did you go buy the drain cleaner like I asked you to? What? Drain cleaner? Don't be coy with me. I asked you several times to go buy me drain cleaner. Now, did you do it? Well, I know you said the sink was clogged in your darkroom, but you never asked me to go get you any drain cleaner. I would have remembered something like that. You know, this is just like you. I bust my ass for you all the time. You don't do anything but sit on your butt like you're doing right now. What? What is wrong with you? I don't understand. Fine. Fine. The next time you want something, don't come crawling to me. Fine. I'll go to the store and get your goddamn drain cleaner. Könnte bloß diese spontane Stimmungsschwankung verursacht haben. Gehen wir jetzt echt zum Store? Okay, zum Portfolio unseres Charakters packen wir noch. Gib zu schnell nach, hinterfragt nicht Dinge und lässt sich rumschubsen. Okay. Letztes Zeugs haben wir noch. Teddybär ist immer noch da. Bin nur nicht ganz sicher, wie die Kapitel funktionieren. Also ob man wirklich irgendwas noch verändern kann zwischen den Kapiteln oder ob da jedes Kapitel quasi immer gleich startet, egal was man gemacht hat. Also ob es mehrere Wege gibt quasi. Aber ich denke eher nicht. Dum, 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 dum. Also ich hätte schon fast Interesse nochmal in diese Bücherei dazu gehen, wo die kultistische Anlage dahinter war. Einfach nur um zu gucken, ob das Buch noch da ist. Was ist das Musik? Wo ist es coming from? Wir haben das Phonograph-Ding hier oben, oder? Das würde nicht so klingen. Okay, warte, wir gehen jetzt hier hoch. Ja, es wird lauter. Danke für diesen dezenten Hinweis, dass wir näher kommen. Das war nicht hier drin, oder? Nee. Das war in dem Raum mit der Ritterrüstung. Da geht's hoch, da geht's zu dem neuen Malzeug da. Malzeug-Fotografie-Set, hier ist das Ding. Schlag mit Hammer auf Dinge ein. Komm! Mädel! Psychoterror. Eindeutig Psychoterror. Und wenn das nicht wieder passiert, Schüreisen, nein. Hammer, nein. Okay. Nicht gewaltbereit, die Dame. Na gut. Jetzt ignorieren wir, als wenn nichts passiert wäre. Sprechen auch nicht den Mann drauf an, weil wir nicht weiter Konfrontationen haben wollen. Und gehen in die Stadt und tun, was er von uns verlangt, obwohl er es nie wirklich verlangt hat, weil er völlig durch ist. Klingt gut.
Und war das die falsche Richtung, ne? Die waren schon beim Eingang. Da ist der Eingang. Das Auto war da, okay. Aber in die Stadt. General Store. Hier. Wir haben hier 5 Dollar. Das ist das Einzige, was wir haben. Thank you. Good morning. Good morning. Einfach ihn fragen, oder? Gucken wir uns hier mal um. Nö. Ah, Fleisch. Was ist das da? Free Soup Bones. Kostenlose Knochen? Ja, go. Tasche stecken. Ja. Okay. Wir werden instant abgestempelt als Crazy Lady. Okay, ich glaube, das war's hier. Wir fragen ihn einfach direkt nach diesem Reiniger. That would clear a badly clogged drain. You know, a drain cleaner. Drain cleaner, huh? Well, let's see. Let me think. Here we are. This will do the job. Great. You gotta be careful with that, though. That's sulfuric acid. I mean, it'll burn through practically anything. I know. Don't worry. All right, then that'll be $4.75, please. Ja. Also wir kriegen ein Quarter zurück. Here's 5. Alright, out of 5. Ein Quarter ist halt das, was man überall einwirft. Das hatten wir auch bei Darkseid, ne? 25 cents change. Thank you. Also, der könnte sogar noch wichtig sein. Oder auch nicht. You know, this is a small town. We don't get many visitors. Are you new here? Yeah, my husband and I just bought the old Carnabash estate. We're doing a little renovating. The Carnabash estate? So you're the ones who moved there. Now wait, why does everybody look so shocked when I tell them I bought that place? Was 100.000 Millionen kosten müsste. Unverfluchtes. Don't you know? Know what? That place is haunted. Haunted? Shh, not so loud. They say it's haunted by the ghost of that magician. What's his name? Carno? Yeah, that's it. They say he died a violent death there one night. Dachte Zoltan. Along with his wife. That was almost 100 years ago. A strange thing still happened there. Like what?
Well, I... Well, I'm not exactly sure, but, you know, I don't keep up with those things, but if you're curious to know a little more, why, there's this old geezer. His name is Malcolm. He lives out of town a ways. He actually used to live with Carno as a boy. As a boy? How old is this guy? I haven't seen him for quite a while, but I'll tell you, he is old. He's gonna be over 100. And you say he used to live with Carno? That's what they say. That's interesting. Well, thanks, Harv. Well, thanks, Harv. You've been very informative. I'll look into this Malcolm guy. Well, good luck. Ja, da... Oh. Genau, nehmen die Schiffersäure mit. Ich denke, Malcolm wird der sein, wo wir auch schon den Briefkasten durchstöbert haben. Und da war ein Hund und wir haben jetzt einen Knochen. Also, das naheliegende. Das war außerhalb von der Stadt und dann irgendwo abbiegen, ne? Da? Hey, Kleiner. Benutze Schwefelsäure mit Hund. Nein. Benutze Knochen mit Hund. Good dog. Nice doggy. Deswegen bringen Hunde nichts zur Verteidigung. Ja, dann gehen wir mal rein, wie man das so tut. Und fragen einen über 100 Jahre alten Typen aus nach komischen Dingen. Yes, what do you want? Ma'am, I just bought the old Carnavage estate. I understand the man who lives here, Malcolm, I think his name is, used to live there as a young boy. So? Well, I was wondering if maybe I could speak to Malcolm about his experiences there. I have a lot of questions to ask him about the place. No. Mr. Warm Shadow is a very old man. I don't see any reason for you to come in and upset him with unpleasant memories. But I said no. Naja, hat sie recht, ne? Wenn er wirklich alt ist. Aber wir haben wenigstens erfahren, dass es schlechte Erfahrungen waren. Also es hilft nicht wirklich, aber das ist ein Detail. Geht schnell nach Hause, ne? Der Typ tickt sonst aus, weil wir nicht schnell genug waren. Wird wahrscheinlich so oder so austicken. Er ist schließlich besessen mit einem grünen Fliegeding. Also, zurück. War das schon immer offen? Nein, wir hätten bisher nur reingucken können. Hallo? Das war auch vorher nicht kaputt, oder? Und es Somebody ist doch, in here? Doch eine Kutsche. Nicht so ein Uraltwagen. Meine erste Reaktion ist, das Ding fixen zu wollen, aber... Genau, da kommen irgendwelche raschelnden Geräusche aus dem Stall. Geh da hin, gucken, White Lady.
Hello? Also ja, es ist rascheln da, dieses Knarzen, aber es ist nichts zum Sehen. Ist das da oben? Eine Seilwende, okay. Wir haben aber keinen Grund, irgendwas hochzumachen. War das dieselbe Hitbox? Ich denke. Ja, okay. Also, wir können irgendwann mal irgendwas da hochziehen. Jetzt wüsste ich nicht, was. Da guckst du nun in die Box rein, ne? Oh Gott, Ben! You scared me! Not a nice kitty. Don't do that. Die Katze echt Spaz? Ist das nicht ein Schimpfwort? Aber ja, kein guter Indikator, wenn Tiere himmelig werden. Und sich ungewöhnlich verhalten. Aber ich denke, hier wird sonst nichts mehr sein. Hm? Wenn sie uns schon zur Tür führen. Da rein und ja, ihn suchen. Wahrscheinlich ist er aber wieder in seinem Fotolabor da. Da braucht er schließlich auch das Zeug. Können wir uns das Ding nochmal kurz angucken? Danger, Poison. Ne. Hoch. Und durch. Und links. Die Tür sieht anders aus, oder? Schnell nur, weil sie zu ist. Dawn! Steht da vor die Tür und dann soll die Klappe halten? Nein. Wenn wir sie suchen. Wenn ich ein durchgeknallter Ehemann wäre, der besessen ist von irgendeinem komischen grünen Fliegeding, wo bin ich dann? Oben im Schlafzimmer ausruhen? Oder unten in der Küche essen? Oder ja. Hier war das Babyzimmer, ne? Dann war das Babyzimmer und da ist die Tür, die wir nicht öffnen konnten. Und da so viele verschlossene Türen. Okay. Baby! Jetzt, wo es zu Ende ist, läufst du weg. Mhm. Oh Gott. Hm.
Teezimmer noch? Na, hier pennen wir, ja. Er auch, ne? Ja, eigentlich schon. Weiterschreiben ist wahrscheinlich keine gute Idee. Nö, ich denke, dann unten in der Küche wird er sein. Wir können mal kurz ins gegenüberliegende Zimmer gehen. Primär, weil ich nicht mehr weiß, was da ist. Und wir müssten ja so nach und nach das Schloss hier kennenlernen. Ah, die Künstlerecke. Ja, mit dem unfertigen Bild. Nee, ist okay. Ja, ich husche mal runter in die Küche.